Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Sid Meier's Civilization 5. Hallo zusammen. Ja, Expansion. Genau. Größer, Ich schneller. habe ich hab neue schöne Stellen gefunden, wo ihr eine Stadt gründen könnt. Zum Beispiel hier. Oder vielleicht auch hier. Ja, ne? Nicht perfekt, aber. Oder vielleicht auch hier. Ja, mal schauen. Ist nicht perfekt, aber. Ja, aber in der Ist Mitte besser will als. er Weizen will er dann wieder nicht haben, ne? Ja. Ja. Ist okay. Ich weiß nicht. Hier, gut, die, eigentlich empfiehlt es uns ja sogar, hier eine Stadt zu bauen. Siehst du? Ich weiß nicht. Ah. Ja gut, oben empfiehlt das auch. Ja, vielleicht, ja, vielleicht. Also, Ist doch egal. wir haben ja für den Anfang mal ein paar Plätze ausgesucht. Ja. Aber wir haben auch die Beliebtheit. Bis jetzt wieder runter. Auto. Ja, okay. Und da haben wir noch diskutiert, also offscreen, wegen Stadtmauern. Ja, irgendwann wird es dann sein. Ja, genau. Und ich bin ja so ein defensiver Mensch. Ja, Ich doch, gern. Stadtmauern wäre langsam eine gute Idee. Definitiv. Und wir können die Missionar bauen. Brauchen nicht. Ah, wenn eine andere Einheit stationiert ist, weiß ich nicht, stationiert. Okay, gut. Dann setzt die Automatisierung der Bautruppen. Aber willst du neu bauen, wenn sie sowieso nichts mehr machen? Der macht doch was, oder? Was macht er denn? Macht der nichts? Ich würde jetzt sagen, der ist auf der Durchreise. Der Bautrupp, okay. So, jetzt sind wir in Ägypten. Schauen, sehen wir jetzt dann gleich. Hätte ich jetzt gesagt. Ich guck's jetzt mal. Sind die schon fertig? Es gibt hier schon noch was. Schau mal, hier kann man doch noch was. Und hier. Ah. Oh. Ah, die verbotene Stadt wurde gebaut. Oh je. Verbotene Stadt, die wird wichtig, wenn der Weltkongress da ist. Okay. Weil der Weltkongress funktioniert so, dass wir Stimmen haben, eine gewisse Anzahl. Ja. Und die verbotene Stadt gibt dir zwei zusätzliche Stimmen. Voll fies. Dann kannst du die anderen überstimmen. Weißt du, wer es gebaut hat? Na, in einem fernen Land. Also ein unbekannter Spieler in dem Ja, Fall. ein bekannter Spieler. Oh. Sonst hätten sie es gesagt. Gut. Ja. Universität. Gut. Da sieht man Ja, den genau. Prof wieder. Er war auf der Ah, Wie nein, haben stimmt, er war auf der Luft. Er war. Okay. Ist gut, dann haben wir jetzt unsere Tiere. So, also erst kommt ein Typ in der Stadt, der sagt, dass die Religion total scheiße ist, die man hat. Und dann kommt der nächste Typ, der sagt, dass die andere Religion total super ist. Das ist gut. So macht man das. So macht man das, so funktioniert das. Ist auch überhaupt nicht auffällig oder so, ja? Lauft da. Wir haben etwas auf unseren Dings zu. Ach so, das sind auch Siedler. Ja, da ist jetzt leider ein bisschen zu spät. Ich würde dringend mal eine Stadt dort bauen. Ja, ich habe echt keine Lust, dass Perse da vor unserer Tür sitzt. Aber was macht er denn da überhaupt? Also, wo kommt er? Boom. So, bam. Das Ist war's. nicht. Gehen wir. Weiß ich gerade überlege, ne? Du willst bei hier da bekehren. Ah, schau mal, er kann nur einmal die Ketzerei entfernen. Gut, Was? dann. Nippur hat jetzt wieder. Nein. Was? Nippur war kürzlich noch orthodox, aber jetzt sind sie auch da so Oh. ein Pfeffe. Ja, stimmt. Mann, was? Wie kann das sein? Sie hatten Okay. wahrscheinlich einen neuen Typen gekriegt und gerade. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal um unsere eigenen Städte.
Der Inquisitor geht nach Bahir Dar. Du kannst ja zweimal verbreiten, also verbreitest du erst hier und dann da oben. Fair enough. Gut. Ich bin ja immer Fan von den Gebäuden, die Produktion bringen. Aber gerade gar keins. Aber wir bauen bald neue Städte. Dann bauen wir lieber dort Werkstätten. Beziehungsweise wir haben schon eine gebaut. Ja, 580. Gut. Gut, gut. Okay, nächste Runde. Entschuldigung. Ist okay. Was ist, kannst du jetzt bei Adama, wie stark wäre der Druck von den anderen Religionen? Sieht man das? Wahrscheinlich würde sich unsere durchsetzen, behaupte ich jetzt mal. Wenn man das einfach sich selbst überlassen würde. Ein großer Schriftsteller. Gut. Trotzdem, ich verbreite sie. Ja. Oh ja. Dann können wir nämlich hier wieder unsere Beliebtheit pushen. Ach ja. Moscheen ist Zeit für Moscheen und Pagoden. Und Kathedralen haben wir ja auch noch. Stimmt. Wir haben hier alle drei. Wow. Und wir produzieren so schnell Region, das wird ziemlich schnell wieder fertig sein. Genau. Okay. Dann willst du ja nach rüber schicken. Vielleicht mit Geleitschutz, oder? Ach was? Okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Nee, der geht einmal so rüber. Das ist sein Geleitschutz. Gut, sie treffen sich dann schon noch. Ja. Wir haben gesagt, wir bauen große Werke letztes Mal, wenn ich mich recht erinnere. Ja, richtig. Ist auch besser. Für die Ohren einer vom Gott des Todes besessenen Person klingen Vernunft und Einwände nur wie unbedeutende Klagen. Kenne ich nicht den Autor. Wie weit sind wir jetzt mit Dings? Was? Hotels. Hotel? Käferchen, wie heißt das da? Oh Gott. Tourismus? Ja, danke. Wir haben plus 6. Ja, schon, aber wie sieht's bei den anderen aus? 7 hat Ägypten und Babylon. Okay, aber sind sonst sind wir so eigentlich gut drin. Wir sind gut drin, ja, wir sind gar nicht mal so viel besser als die anderen. Steigt langsam, okay. Steigt es mit der Zeit auch von sich selber aus, oder? Ich meine nicht eigentlich. Aber wahrscheinlich. Nee, ich meine nicht. Ja, siehst du hier, das bringt plus 2 jeweils, plus 2 Tourismus. Mhm. Wir sollten langsam vielleicht auch neue Plätze dann schaffen. Eventuell. Ja. Weil man kann die Kunstwerke ja nur in Amphitheatern, Opernhäusern und Museen platzieren. Okay. Auch in Funktürmen? Und in Kathedralen auch? Achso, dann haben wir genug. Okay. Neue Politik. Ach, was wird das wohl sein? Ja, das hier. Ist ja klar. Billiger Zeugs kaufen, billiger Objekte kaufen in Städten und bloß eine Zwischenschaft von Geld von Finanzgebäuden, das ist eine gute Sache. Mhm. Ich sollte hier oben noch die Forschung einschalten. So. Dann schaue ich jetzt nämlich gerade kurz. Ja, jetzt kostet die Werkstatt nur noch 430. Schon ein Unterschied. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Wo können wir die denn bauen? Hier. Besser hier unten zuerst. Oh. Die Stadt ist schon länger dabei. Genau. Und hat auch mehr Potenzial auf lange Sicht. Ja, muss man leider sehen. Ist so. Das halte ich für ein Gerücht. Und ich ziehe das durch. Hier noch eine Stadt da. Ah, dieser Platz hier ist wirklich so eine Frage. Hm?
Man muss nicht, ne. Es ist halt extrem nah an Harar. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, wie viel Bevölkerung wird Harar überhaupt kriegt, maximal. Das heißt, kommt er da überhaupt hin? Also auf jeden Fall da oben möchte ich noch eine haben. Okay, ja. Passt. Ja. Das hat sich... war nicht so zimperlich. Nein, er war nicht so zimperlich. Ist ja egal. Und dann hier... Vielleicht ja. Ja. Soll er doch die Stadt mit seinem Geld aufbauen und wir holen sie nachher. Ja. Der Schrein würde jetzt auch im Endeffekt Gold bringen, ne? Wegen dem Tempel. Ja, Münzanstalt würde uns auch Forschung bringen. Ja, gut, stimmt. Ja, plus 2, Wo ist das überhaupt schlau, wenn man das... Egal, wir nehmen es jetzt einfach. Wahrscheinlich hätte das hier klüger. Ah, kannst du auch machen. Das dauert ein bisschen länger, aber ja. Ja. Da Uni? Haben wir ja keinen... 33% mehr. Das ist blöd, plus 3, ne? Ja, ich nehme die Uni. Ich möchte lieber die Wirtschaft pushen. Ich wusste gar nicht, dass der so aggressiv ist, der Nebukadnezar. Also was Expansion betrifft. Ah, der haut aber recht. Der haut raus. Echt rein, das ist echt hui. Gut, kann dann machen, sein Problem. Hier will er auch, was, hier empfiehlt er mir auch eine Stadt? Ja, das macht... Das ist jetzt aber eine richtig doofe Position. Bananen. Ja, toll. Ich glaube, hier macht Johnson, ich baue hier eine Stadt hin, weil ich dem hier langsam nicht mehr so ganz traue. Dann ist hier zu. So. Hier unten lassen wir mal. Da schauen wir mal, vielleicht später, aber. Ja, du gehst auch da oben hin. Wo ist denn jetzt unser Inquisitor? Unterwegs, gerade hinter dem Zeich Adama. Adama ist nicht von Adama. Ah. Okay. Ich dachte gerade, what the hell? Okay, dann ist ja alles gut. Gut. Okay. Super. Unsere Spione haben herausgefunden, dass Askia Pläne durchschmiedet. Ah, tut er das? Mit 4 Städten, süß. Das ist er, oder? Das ist schon richtig. Ja. Die Stadt hat er erobert. Ist sogar eine Marionette, die hat er nicht eingegliedert. Er hat sie als Marionettenstadt. Ja, guck mal, unser Warenlager. Nicht unser Problem. Dieses Stimmt. Kümmern wir uns gleich drum. Aber wir bauen zu schnell zu viele Städte. Was? Echt? Nee. Ach, du... Nee, das stimmt nicht. Alles Lügen. Können wir überhaupt noch hin? Was wolltest du fragen? In dem Fall können wir. Ja, wir können. Ich habe mich gefragt, ob wir noch Platz haben in Addis Abeba, aber in dem Fall schon. Ja, das geht irgendwo hin, wo es gerade Platz hat. Ach so, gut. Meine ich eigentlich nur. Das heißt, jetzt sind wir die mächtigsten, was Kultur, was Tourismus angeht. Oh. Nein, Ägypten. Babylon. Scheiße. Babylon. Hey, das gibt Krieg kleiner, das gibt Krieg. Babylon macht mir Sorgen. Babylon macht mir langsam echt Sorgen. Der Typ. Gut, er ist nicht der. Ich meine, er ist nicht der Stärkste.
Nirgendwo eigentlich. Soldaten? Also, nee. Wir das hier sehen. Weil ich habe ihn ja gefunden. Genau. Gehst da hinten mal an Land. Und machst den Religion da weg in der nächsten Runde. Aber er haut nur die fremde Religion weg, oder? Es gibt ja nur die fremde Religion. Aber ja. Ja, schon, aber wenn er jetzt zum Beispiel nach Nippur gehen würde, dann haben wir ja eigene und. Genau. Genau. Das rafft er dann schon. Ich weiß nicht, vielleicht verbrennt er auf alle Kirchen. Dann heißt so, sorry. Schon. Ja, klar. Wittenberg strebt nach Kultur. Ah, Wittenberg strebt nach Kultur. Okay, was wollt ihr? Ah, ja, Wachstumsstärkung. Schau mal. Jetzt haben wir unseren Spieler mit dem Wachstumsstärkung. Ah, okay. Ja, gut. Aber das ist nur, weil wir ein goldenes Zeitalter haben. So, dann will ich ihn weg. Schon haben wir einen Anhänger. Von wem? Ah, von einen eigenen. So geil. <Ja. lacht> So stark ist unsere Ausbreitung, ja? Ja. Gut, aber wir müssen unbedingt unsere Religion bei den anderen auch noch pushen, einfach damit sie für uns stimmen dann am Schluss. Ja, gut, stimmt, das geht auch. Was es diese super böse Abstimmung gibt. Die könnte es geben. Schau mal, Religion. Weltreligionen. Zahl der Städte. Ich glaub, 12. Die größte Erfindung des menschlichen Geistes? Die Zinseszinsen. Wir haben 13, haben gerade noch eine gekriegt, okay. Aber halt nur bei uns vorrangig. Wir sind direkt auf unser Reich konzentriert. Ja, 14, 15. Eben, Ägypten hat ja mindestens 3 Länder auf seiner Seite dann, wenn es so weit kommt. Ja, das könnte heikel sein. Gut, es ist... Ich meine, was das macht, die Weltreligion, meine ich, ist vor allem, dass sie dafür sorgt, dass sich die Weltreligion schneller ausbreitet. Es könnte auch sein, dass das ein Motivmodus ist. Wenn man dann eine andere hat, hauptsächlich. Okay. Trotzdem. Bukarest! Hier drüben ist Bukarest, okay. Was macht Gendarmerie? Die Gendarmerie? Ja. Die senkt Diebstahlrate so. Ach so. Feindliche Spione sind. Die stellen wollen, ja. Du bist. Sehr gut. So, Gold ist gut. Okay. Okay. Dann senden wir den hier rüber. Da oben noch einen und dann ist, denke ich, aber wirklich mal gut. Es sei denn, wir finden hier noch irgendeine tolle Sache, aber ich glaube, hier macht jetzt dann der Stadtstaat Schluss. Mhm. Das heißt, eventuell gibt es hier noch was, aber das sehen wir ja dann. Keller hat eine Religion. Ach so, das hier. Ja klar. Logisch. Bitte weiter die Gebäude bauen. Das wird noch spannend. Mit der Religion. Ja. Also das ist schon... Das ist also tatsächlich... Sollen wir einfach so ganz frech da irgendwo auch in der Wüste bei Babylon eine Stadt gründen? So Westen von Sahara, da bam! Mein Fisch. Das ist aber. Ja gut, dann brauche ich mal die Windmühle. Ja, Produktion. Ja. Verkauft. 750. Teuer. Okay, gut, dann gehen wir wirklich mal mit dem hier hin. Machen wir mal, was wir noch gemacht haben. Ich kriege Werte zum Siedler. 380. Ich glaube,
kaufen den Sealer, gehen dann hier hin und sind dann vorläufig gut. Okay. Ja, so langsam sind wir auch nur noch bei 25 Zufriedenheit. Ne? Ja, es ist langsam Zeit aufzuhören. Mach vorläufig. Ja. Apropos okay. Aufhören. Genau. Ne, ja, die Folge ist schon wieder vorbei. Sehr traurig, wir würden ja am liebsten weiterspielen. Aber. Nee, die Folge ist leider schon wieder vorbei. Wir sind da immer noch am Weiterbauen. Aber so langsam ist ein Ende in Sicht. Wir haben da ein bisschen unsere Religion gepusht. Und es gibt immer mehr und mehr so Grenzkonfliktpunkte. Also vielleicht mag uns Steven bald nicht. Die Songhai wollen da irgendetwas Komisches mit Spionen machen. Ne? Babylon ist einfach fett. Ja, aber das geht gar nicht. Aber das geht gar nicht. Also, ja. Ich habe das Monopol auf Fett sein. Ich finde das so arrogant, wie die einfach überall Städte begründen. Das ist einfach nicht okay. Also wirklich. Ja, auf jeden Fall, ihr seht, ne, also da ist definitiv Konfliktpotenzial da. Und falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Bis dann.